Rosebud tot, Silverback tot, bleibt nur noch Flycatcher, Mr. Oberarm himself. Ja, aus irgendeinem Grund sollen wir, um ihn zu finden, die Grandview Villa finden. Und bei dieser sind wir bereits. Schauen wir doch mal, was es dort gibt. Ich habe die Mission aktiviert und ja, hieß es, geht zur Grandview Villa. Einfach komplett ohne Kontext. Ich unterstütze dich, alle ausgeschaltet. Perfekt. Gut geschossen. Ich höre aber immer noch Wachen. Ja, da unten. Gut, die müssen wir nicht unbedingt ausschalten. Vorausgesetzt. Was steht heute an, Faye? Faye. Hey, was wollen Sie? Wie Faye Lau? Guten Tag. Nein, 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 nein. Hey. Da schießt jemand. So, gut. Gebiet geklärt. Gut. Sie sind unverletzt. Dann holen wir sie mal hier raus. Ich gehe nirgendwo hin. Und warum sollte ich verletzt sein? Verdammt. Sie waren doch Flycatchers Geisel, oder? Ganz im Gegenteil. Ich habe selten jemanden getroffen, der meine innovativen Fähigkeiten so sehr schätzt. Und noch seltener jemanden, der sie angemessen entlohnt. Mit anderen Worten, Flycatcher hat sie dafür bezahlt, seine Drohnen zu verbessern. Was soll das? Sie scheißen auf all die Unschuldigen, die darunter zu leiden haben? Fortschritt ist wie eine Waage. Damit der eine gewinnen kann, muss jemand anderes verlieren. Ich habe die Regeln nicht gemacht. Sie widern mich an. Ich habe diese Welt nicht gemacht, aber ich lebe lieber dafür, als zu sterben. Tja, seit Menschen verletzt wurden, haben sich die Spielregeln geändert. Jetzt mache ich die Regeln. Und nun, da es um Ihr Leben geht. Wollen Sie immer noch spielen? Oder sagen Sie mir, wo Flycatcher ist? Er testet die neuen Drohnen. Irgendwo im Sperrgebiet 1. Mehr weiß ich nicht. Also, ganz ehrlich. Hey, nein, nein, bitte. Ich höre hier eine Patrouille. So, schauen wir mal. Foto vom Omega-Operationszentrum. Wo die Wissenschaftler arbeiten, die Kontakt mit Flycatcher gehabt haben. Das heißt, diese Wissenschaftler könnten eventuell wissen, wo Flycatcher ist. Gehen wir doch da mal hin. Die würde ich jetzt ganz ehrlich am liebsten gerade... Ich tue Ihnen doch nichts. Hat die eine Männerstimme? Hey. Nicht hier. Bitte. Es steht da hinten noch einer? Nee. Die hat eine Männerstimme. Aber ich glaube, die... Ich bin eigentlich kein Richter, aber... Sie lebt noch. Nur einen Schuss in den Fuß bekommen. Kann nicht mehr stehen. Geschieht ihr recht. Ich heile die Alte jetzt nicht. So, einmal hier raus. Prima. Es wird langsam dunkel. Das heißt, es wird richtig dunkel. Denn wir haben ja in der letzten Folge das Feature Dunkelste Nacht aktiviert. Ich bin gespannt, wie sich das in der Mission spielt. So, wir befinden uns jetzt auf der Insel, wo sich das Omega-Operationszentrum befindet. Wo es Dokumente zu Flycatcher geben soll. Es ist auch bereits echt, echt dunkel. Es ist, glaube ich, 9 Uhr. Ja, gleich 20 nach 9. Nachtsichtgerät-Action aktiviert. Wir haben hier einen Turm oder Wärmebild. Da unten eine Wache. Mein Ziel markieren. So, und jetzt der Scharfschütze. Ich sehe ihn halt nicht wirklich. Ist gar kein Scharfschütze, ist ein Raketenwerferschütze. Das war's. Wir haben alle erwischt.
Gut. Sauber. So. Ist hier alles sehr, sehr unübersichtlich. Ich aktiviere die Sonarsicht. Da oben haben wir einen Geschützturm. Da haben wir eine Kiste. Und die Wachen sind alle relativ weit weg, zum Glück. Hab gehört, Flycatcher ist hier. Rufst du denn etwa auch? Hier? Flycatcher ist hier, auf dieser Insel. Beim Omega-Operationszentrum. Na, das klingt doch wunderbar. Dann können wir den ja gleich mitnehmen. Da vorne gibt es aber Infos. Hey du. Gutes Ding, Ghostlead. Dankeschön. Hier bin ich ziemlich im Hellen. Ach du Scheiße, ist hier hell. Da haben wir eine Wache gehabt. Ach, ab in die Schatten mit uns. Hier ist dunkel, ne? Ja. So, haben wir hier irgendwo einen Generator vielleicht? Ein Generator wäre ganz spitzenklasse, wenn wir hier überall das Licht ausschalten könnten. Dadurch hätten wir nämlich einen ziemlichen Vorteil. Wow, das ist ein Haufen. Kein Generator. Schade. So, hier oben haben wir Infos. Aufpassen, ne? Da ist eben einer reingelaufen. Ich wechsle mal auf Pistole. Gut, alles sauber. Na, hier bei mir ist gar nichts. Der ist unten. Kontakt negativ, Kontakt negativ, Kontakt negativ. So eine Scheiße. Ich hab echt genug von dir. Wo ist der? Was machen Sie hier? Da ist er ja. Da ist ja Mr. Kontakt negativ. Gut, dann schnappen wir uns jetzt die Info. Foto von Flycatchers Standort. Moment, das kenne ich. Ich kenne das. Da wurden wir mal mit dem Heli abgeschossen, als wir mit Paula Madeira unterwegs waren. Wurden wir dort vom Heli abgeschossen. Wie heißt das Ding? Arrow irgendwas. So, das ist doch diese Arrowheads. Was ist das denn? Diese Arrowheads-Basis oder wie die heißt. War irgendwo bei einem Fluss, wo wir mit Paula Madeira rumgeflogen sind. Wir sind mit Paula Madeira wo gestartet? Hier gestartet. Und dann irgendwo Richtung Norden. Das heißt, irgendwo hier muss diese Arrowhead-Basis sein. Ich glaube, sie heißt Arrowhead. Bin mir gar nicht mal sicher. Hier, da ist sie. Da ist die Basis. Das ist die, ich kenne die. Wisst ihr was? Ich sammle jetzt nicht mehr weiter Informationen, sondern ich gehe direkt volles Risiko dahin. Ich bin der festen Überzeugung, dass der da ist. Wenn das Flycatchers Basis ist das hier 100 Pro. Hier haben wir dieses dreieckige Ding, hier das Flugdeck oder was das ist. Ich schaue noch einmal nach. Das ist das. Hier das dreieckige Ding und da das Flugdeck.
Das ist das. Hier der Fluss, der Berg. 100 Pro. 100 Pro. Da verwette ich alles drauf. So, wo war das jetzt? Da. 100 Pro ist das das. Hier der Berg mit den Bäumen, das Wasser. Es passt alles. Dann sehen wir uns gleich dort. Bis gleich. Wir befinden uns jetzt auf der Straße zum Arrowhead-Testgelände, wo ich gerade in eine, ja, ungünstig in eine Drohnenpatrouille reingefahren bin und hier jetzt schon direkt die Kacke am Dampfen ist. Unsere Teammates clean hier schon ein bisschen. Oder komplett. Ja, hier unten geht's rein. Das sieht man jetzt halt nicht gut. Mit der Drohne kann ich es euch besser zeigen. Hier geht's rein. Und das führt die Straße hier, der Tunnel führt direkt ins Arrowhead, ins Arrow-Testgelände hinein. Und genau dort wollen wir ja hin. So, hier drin scheint es hell zu sein. Aber nicht so. Lieber doch mit Nachtsicht. So, was haben wir hier? Eine Abzweigung. Und eine Tür. Checken wir erstmal hier, was da mit der Abzweigung los ist. Aber hier geht die Framerate ein kleines bisschen in den Keller. Und so wie es aussieht, leckt die Kamera auch ein bisschen, die Cam. Kann ich jetzt leider nichts dagegen tun. Ich schau mal hier. Ja, die FPS kacken ziemlich ab. Ja, ich vermute einfach mal, dass hier ein Arsch voll Gegner sind. Ja, und Drohnen, so wie es sich anhört. Aber ist ja auch Flycatcher. Ist ja auch Flycatchers Basis. Der Herr der Drohnen. Gut. Was ist denn mit deinen Haaren los? Lichtes Haar. Oh, hi. Was? Nichts. Scheiße, ja. Oh. Wir haben ein Problem. Was? Wir müssen die Gefahr lokalisieren, bevor Flycatcher was mitbekommt? Ich habe das Gefühl, die haben mehr Angst vor Flycatcher als vor mir. Das geht aber gar nicht. Das war doch garantiert nicht alles. Fix it, wo gehst du hin? Verdammt! Schalte die Bedrohung aus! Vielleicht kannst du davon bekommen! So geht das, Boss. Piu! Das ist einfach so verwirrend. So seltsam, dass die KI-Kameraden halt unsichtbar für die Gegner sind. Bis die Kacke am Dampfen ist. Oder sie Befehle erhalten. Hier hinten haben wir nur hier diesen Raum. Einfach just because. Da ist eine Tür, noch eine. Wo führt diese Tür hin? Was sind wir hier? Keine Ahnung. Oh. Hi, Vasili. Was ist das hier? Da geht's ziemlich tief runter. Ich aktiviere mal die Sonarsicht. Okay. Jetzt wissen wir, warum es so leckt. Oh, das ist ja eine Kiste. Da sind ein Haufen Gegner. So.
Alter Schwede, da geht's tief runter. Sieht aber cool aus, wie so eine dunkle Wasserrutsche. Nur, dass es halt ein Leiter ist. Da ist eine Tür und da ist auch eine Tür. Das ist schlecht. Okay, die haben sich scheinbar alle etwas beruhigt. Warum liegt da ein Fußball? Pausenbeschäftigung, hä? Nein, weg sind wir nicht. Was haben wir denn hier im Lager? Wow, 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 wow. Easy, easy. Da sind... Das ist eine ziemlich große Halle. Ich glaube, es ist sicher. Naja, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Da sind so viele Gegner. Vielleicht sind sie weg. Im Hauptbereich des Hangars sollten Aufklärungsdaten zu finden sein. Da hinten Aufklärungsdaten. Da. Hier ist nichts. Kommen wir aber nicht einfach so hin. Wir haben hier so viele Gegner. Wo führt denn der andere Weg hin? Zu noch einer Kiste. Eieiei. Oh, shit. Ich sollte mich hier verkrümeln. Oder da hingehen. Ja, komm, jetzt kleb dich doch da dran, Mann. Er macht's nicht. Naja, dann bleiben wir eben so hier sitzen. Das glaube ich nicht. Also, für uns ist es sicher, für die sicherlich nicht. Eieiei, ausgelassene Frames durch Renderverzögerung 1301, steigend. Ich hoffe, das Gameplay-Material scheint nicht zu ruckeln. Alter Schwede, wir müssen hier dringend die Gegner ausschalten. CPU und GPU beides im roten Bereich. Das haben wir sonst nicht. Wir können noch nicht mal 60 FPS stabil halten. Das ist nicht so gut. Ja, sind wir. Untersucht alles, was interessant scheint. So. Die haben sich schon wieder beruhigt. Sind einfach. Nichts zu berichten. Immer mitten rein. Nö, gar nichts zu berichten. Sehe ich ganz genauso. Wo sind denn diese fliegenden Drohnen, die ich hier höre? Sehe mal keine. Da hinten läuft einer rum. Okay, hier ist auch alles ruhig. Schwierig, schwierig. Das ist doch scheiße. Die lassen Drohnen alles beobachten und trotzdem haben die diese. Da oben läuft einer. Wenn ich die jetzt ausschalte, die beiden da. Da ist die Drohne. Habe nichts zu berichten. Bewege mich zum Ziel. Roger, bringe mich in Stellung. Bringe mich in Stellung. Ziel ist in Deckung gegangen. Ups, jetzt habe ich ganz vergessen. Oh shit, die Voice Commands zu benutzen. Nee, warum Feind außer Sichtweite? Macht schon. Ich brauche alle drei. Och man, seid ihr dumm oder was? Dann machen wir das anders. Machen wir das eben mit den Simultanschussdrohnen. Dann suchen wir uns mal ein gemütliches Plätzchen oder gehen wir hier hin? Zack. So, das waren 5. Ja, das glaube ich dir sofort.
Oh, hey. Wow. Der ist einfach abgehauen. So ein Hund. Da oben fliegt noch eine kleine Drohne rum. Oh, shit. Nein, greif mich nicht an. Ich bin gar keine Bedrohung. Ich bin gar keine Bedrohung. Wobei, die behalte ich. Fernglas brauchen wir hier drin nicht. Tag, Feuer! Flup. Ich helfe. Ja, das wäre sehr nett, danke. So, wo kommen wir denn hier hin? Hier waren wir noch gar nicht. Oh! Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Was machen meine Teamkameraden? Ich bin ratlos. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Boah, erschreckt er mich. Warum wird eine AP-Mine, also eine Antipersonenmine, von einer darüber fliegenden Drohne ausgelöst? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Dann zurück ins Getümmel. Ja, Dankeschön. Zurück ins Getümmel, ja. Dankeschön. Los, zeig's denen! Team, Feuer frei. Feuer! Nachladen zur Sicherheit. Da sind wir runtergekommen. Ich schmeiß mal eine Dingens dahin zur Sicherheit. Hm? Seht ihr mal? Wie viel hält die denn aus? Bin ich verletzt? Nee, gut. Was sind wir denn hier schon wieder? Was ist das hier? Ach, hier wären wir bestimmt hingekommen, wenn wir... Da ist ein Generator. Wenn wir die Straße weitergefahren wären. So. Ja, ich bin stolz auf dich. Ist ja richtig geil. Wir bewegen uns aber immer noch irgendwie verletzt. So, Vasili. Ich kann nicht darunter durchschießen. Jo. Lade nach. Eins getroffen. Gut. Dann trefft man noch weiter. Sehr gut. Wolf ist tot. Was? Echt? Cool. Nice. Will niemand Vasili helfen? Dann mache ich das. Bin bei dir, Vasili. Oh. Gedrückt halten. Ich habe schon so lange keinen mehr selbst geheilt. Wieder gut. Verdammt, danke dir. Bitteschön. So, Infos. Oh, wir haben die Zugangscodes für die Kommandobrücke gefunden. Jetzt müssen wir nur noch die Kommandobrücke finden, dann haben wir alles. Okay, das war hier. Also Kommandobrücken sind ja meistens ziemlich weit oben, ne? So, wir sind oben und scheinbar sogar tatsächlich auf dem richtigen Stockwerk. Und wie ihr vielleicht seht, hat nicht so viel gebracht.
aber ich habe die Temporal Injection aktiviert. Dadurch ist die Grafik generell jetzt etwas schlechter, aber ich hoffe immer noch gut. Wenn es zu schlecht ist, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich deaktiviere es dann wieder. Ich werde es auch nach diesem Gebiet wahrscheinlich wieder deaktivieren, weil ich eine kleine Grafikhure bin. Wissen Sie, wo sich dieser Ort befinden könnte? Ich verrate Ihnen, wo Sie suchen müssen. Dankeschön. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Ja, ich werde es wahrscheinlich eben wieder deaktivieren nach diesem Gebiet. Weil so schlechte Frames hatte ich echt noch nirgends. Ja, es sind die GPU und CPU wenigstens nicht mehr komplett im roten Bereich. So, hier haben wir die Kommandobrücke, so wie es ausschaut. Und da steht jemand direkt hinten dran. Okay. Ich habe gerade Flycatcher aus Versehen getötet. Und wurde dann selbst getötet. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die Tür dann auf einmal aufgeht, wenn der tot ist. Das ergibt ja auch überhaupt keinen Sinn. So, da sind wir wieder. Und zum Glück müssen wir uns nicht mehr komplett durchkämpfen, sondern nur wieder durch diese eine Etage. Stellungswechsel! Ja, die wissen das ganz genau, aber das hilft ihnen auch nicht viel weiter. Ja, kommt nur. Weiter, Bedrohung lokalisieren. Ich bin hier. Ach scheiße, kann ich um die Ecke schauen. Ich muss mich tatsächlich auch nicht ewig verstecken, sondern nur so lange, bis ihr alle tot seid. Das sind zwei, verdammt. Bedrohung eliminieren. Das waren noch zwei, oder? Ich angehört wie zwei. Tja. Gut. Was haben wir denn hier? Nichts. Gut. Da haben wir wieder die gleiche Sache wie eben. Ich habe noch Minen ausgerüstet, gut. Legen wir hier einfach mal eine Mine hin. Und rennen schnell weg. Hab ich jetzt zwei hingelegt? Ne, nur zweimal die Animation abgespielt. Und dann schießen wir einfach wieder durch die Tür wie eben. Die geht ja dann sowieso auf. So, da ist das Gewehr. Irgendwo da müsste dann der Kopf sein. Komm. Steck das Gewehr nochmal durch, ja. Ha! Bam! Headshot durch die Wand, also durch die Tür. Oh! Oh! Das ist aber nicht fair. Hey! Ja, es gibt's Ärger. Und es kommt noch härter. Team, Feuer frei. Schießen! Schießen! Genau. Oh oh. Kantone. Schmeiß mal einen dahin. Eine da hinten rein. War das alles? Das war alles. Da liegt Flycatcher rum. So, schmeißen wir hier nochmal. Das ist ja noch die Mine. Flycatchers P90 liegt da. Gut, aber wir sammeln die Aufklärungsdaten. Was immer hier drauf ist, muss wichtig sein. Beweisstück von Flycatcher. Jetzt bin ich gespannt. So. Schlängelt sich zwischen Land- und Wasserkanälen. Aber das sind einfach alles, das passt alles nicht zusammen. Wir haben hier bei Rosebud ein Mittelteil. Wir haben bei Silverback das Ende. Okay, vielleicht passt es doch zusammen. Ich vermute, dass Walker dann entsprechend
den ersten Teil hat. Den Satz anfangen. Und genau den werden wir in der nächsten Folge jagen. Ich will jetzt die P90 ausprobieren. Cool, nice. Gut, aber gib mir meine Waffe wieder. Danke. Ja, dann bis zur nächsten Folge, wo wir die Jagd nach Walker beginnen. Beziehungsweise die Jagd auf Walker. Bis dann, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Oh. Ja, getroffen! Nein! Wo kam der denn her?